Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Geschwätzblitz. Oder wie wir auf Sächsisch sagen würden, hallo und guten Abend. Wir haben nämlich heute, haben wir euch ja versprochen, eine Special Edition quasi. Geschwätzblitz. Wo ein bisschen gesächselt wird, ich kann das aber nicht so gut. Du kannst es wirklich nicht, mach das mal bitte. Deswegen werden wir einzelne Partien immer mal wieder sächsische Elemente einstreuen. Ja. Und aber nicht die ganze Zeit auf Sächsisch reden, damit ihr das nicht einen totalen Koller bekommt. Genau. Genau. Und wir begeben uns in die Playzone und legen los, hä? Gut, dann schauen wir mal. Erstmal generieren wir uns eine Zufallszahl. Und zwar die 16. Na, so viel gibt es noch nicht. Im Moment sind 11 Challenges da. Wenn es dann immer noch 11 sind, dann müsste ich ja jetzt nur 5 abzählen. 11 plus 5. Oh, alles für die Katze. Nochmal. Was haben wir? 16? Ja. Dann. Was machst du denn da? Ich weiß nicht. Das Problem hattest du letztes Mal auch schon. Wir spielen gegen Fabi. Genau. Einmal ich die Großansicht. Möchtest du starten? Auf jeden Fall. Wir haben Weiß. Ich beginne mit E4. Wir haben ja auch noch keine Zugvorschläge bekommen. Ne? Deswegen kann ich auch machen, was ich will. Wir haben ja Französisch. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne sehen wollt, aus weißer oder schwarzer Sicht, dann immer her damit. Ich notiere mir das Ganze und wir versuchen, alles mal zu spielen. Boah, das Brett schon immer so klein, ich kann ja gar nichts sehen. Ja. Oh, auf zu lachen. Ja, das war schon immer sonst so, rede ich klein. Immer so. Ja, also nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir waren dieses Wochenende in Leipzig und hatten ja schon immer mal darüber gesprochen, dass wir gerne auch mal Sächsisch reden würden. Und da haben einige von euch das sehr positiv bewertet. Deswegen haben wir jetzt die Chance ergriffen, nochmal trainiert am Wochenende. Und das ist das Resultat. Leider wirkt sich das negativ auf mein schachliches Können aus. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob man jetzt hier schlägt oder rochiert. Aber weißt du das? Ja, rochade. War geraten jetzt. Aber. Nein! Nee, warte. Nein! Hör aber auf damit! Schlagen du dünn sagt man nicht. Nee. Wo tut man schlagen? In welchem Bundesland? Bitte. Jetzt ist ich auch nicht. So. Vielleicht in Hessen. So ist aber gut, hä? Das ist doch auch das Einzige, was du kannst. So, magst du heute noch spielen? Moment. Boah, wie macht man jetzt nochmal? Irgendwann. Der Dialekt, der scheint dich selber total abzulenken. Ja, das stimmt. Moment. So, darf ich einmal ganz kurz? Wir wollen natürlich auch den Chat mal hier. Oi. So, du darfst die Maus zurückhaben. Jetzt ist der Chatlauf auch automatisch. Ihr könnt den unterm Video sehen. Hat schon jemand mein Sächsisch positiv bewertet? Oder gibt es hier nur eine? Einer hat gesagt, bitte nicht Sächsisch. Sächsisch finde ich jetzt viel zu sächsistisch. Wird sich negativ auswirken. Oh, bitte kein Sächsisch. Oh. Nee, das ziehen wir jetzt durch. Zumindest für eine Partie. Und dann schauen wir weiter. Oh, ich habe ja irgendwie Mist gebaut. Naja. Na dann. Ah, okay. Karo kann, wird sich gewünscht. Damit kann ich was anfangen. Kann ich ein bisschen nebenbei schreiben. Und ich sollte einfach mal schneller spielen. Dann wird das auch, ja. Oh, die Melanie hat einen Sächschen Glauen gefrühstückt. Wir haben sehr viele sächsischen Kuchen gefrühstückt. Ne, nicht gefrühstückt, aber gegessen heute. Und Gassler. Zum Mittag. Ja?
Oh. Weil meine Schwester hat nämlich heute Geburtstag. Und gestern haben wir Krimi-Dinner gespielt. Kennt das einer von euch? Das Kennt. ist. Das macht sehr viel Spaß, sag ich euch. Da kriegt jeder eine Rolle. So wie zum Beispiel Sechs? Sechsin. Nee, eher was Wie anderes. wär's mit H6? Jetzt schon? Ja, stimmt. Gar nicht mal so übel. Und auf jeden Fall muss man dann den Mörder finden. Jetzt könnte ich schon eine Qualle gewinnen, weiß ich aber gar nicht, ob ich das will. Dann kannst du auch mit Springer G5 den H7 gewinnen, Das ne? ist attraktiver, finde ich. Adrak? Ja. Und denk dran, ja, so viele, nur so viele Bauern wie nötig und so wenig wie möglich. Ne? Nur den H-Bauern vorgeschoben, das reicht schon für eine Attacke. Und diese Attacke ist anscheinend so schwierig zu behandeln, dass du deinen Zeitnachteil schon wieder wettgemacht hast. Boom. Ja, da kam gerade eine sehr interessante Frage über die Frauen-WM, die ja gerade gestartet ist. Da ist es nämlich so, dass die in Iran, Theater die Ecke. ne, stattfindet. Und deswegen gibt es da die Kleidervorschrift, Kopftuch zu tragen. Tragen. Zu tragen Und oder zu tragen? welchen Springer nehmst du jetzt? Na, wenn du mit dem anderen nimmst, dann hängt er F7 weiterhin. So, auf jeden Fall, genau, gibt es da Kopftuch, Pflicht. Und das gab im Vorhinein ganz schöne Proteste, weil das einige eben nicht unbedingt machen wollten. Jetzt droht vielleicht mal Turm C2, aber ist vielleicht auch nicht so schlimm. Wenn du Turm C1 machst. Ja, das stimmt, ist eine gute Idee. So, Königsgambit ist übrigens auch notiert. Werden wir auch machen. Klar, immer. Auch wenn ich da die Theorie gerade nicht mehr so im Kopf habe, aber. Nee, es gibt leider. Oh nee, jetzt habe ich mein Haargummi verloren. Es gibt leider keinen sächsischen Elsaff-Öffner. Nur Leipziger Gambit hat man das letzte Mal drüber gesprochen. Das Ja. hatte sogar einer von euch rausgesucht. Jetzt haben wir endlich mal einen positiven Kommentar. Vielen Dank. So, was machst du denn jetzt? Dein Das Springer auf frage ich mich H7 auch. sollte nicht Jetzt verlustig nach gehen. G5 oder nach F8? Ich würde mal sagen, hierhin. Dann wird er verdoppeln. Ja, das kann er von mir aus tun. Machen dünn. Nee, das gibt's nicht Nee, bei das gibt's uns. nicht. Zumindest bei mir Sächsisch ist nicht. eine schwere Sprache. Ich könnte jetzt hier Springer. Ah, dann kommt Turm C2. Naja, ist ja nicht so schlimm, ne? Oder? Nee, halb so schlimm. Brauche ich nur ein Feld für meine Dame. Dame B4, Damentausch. Und ja, ich habe einen kleinen Zeitvorsprung. Den Ja, als brauche ich aber nächstes hier gibt es ja die wahrscheinlich auch. Norddeutsche Edition, aber wie ihr wisst, im norddeutschen Raum sprechen wir perfektes Hochdeutsch. Dementsprechend ist da nicht viel zu erwarten an Überraschungen. Aber es gibt einige Großmeister aus Sachsen. Zum Beispiel ja, den Herrn Bönsch, wie er auch schon gesagt wurde, denn den Herrn Vogt. Der Herr Uhlmann ist auch aus Sachsen. Och, der auch. Ja, da piekste. Da kiek ich, oho. Ja, da kann man nichts sagen. Ja, vielleicht aber Und dann da. noch D6. Das ist besser. Da kommt Turm C7. Da habe ich nichts gegönnt, oder? Aber hier hängt Nimmt der auf Turm und der G2. Bauer. Ne, ist ja nicht so schlimm. Wer nimmt den raus und dann? Geh ich weg. So, wo nehme ich jetzt hier? Jo, oder auf F7. Oh, Nimm mal auf F7, ja. ne? Der hängt ja auch. Dann könnte ich gleich noch H7 hinterher machen. Oder ist das. Na, Tut das nicht. Oder Springer D6, Springer D6. mit Springer G5 ist genauso gut. Oder Springer D6 greift gleich was an. Gucke doch mal.
Ist in Ordnung, ich gucke. Ja. Jetzt könnte ich noch 6. Ah, jetzt sehe ich ja das So, Problem. Clincher fragt, ob nur Deutsche spielen dürfen. Jetzt könnte ich noch sächsisches Englisch reden. Ja, Dort indem wird du doch sagst, Spaß. no Perfekt. every premium player is allowed. Nee, das ist jetzt peinlich. To challenge. Auf A6 schlagen oder so. Na, bring's mal hinter dich. Was jetzt hier? Meine sächsische. Oh. B5. Was B5? Jo. H7. Also Springer F7 machen und dann auf B4 nehmen. Ja, da ist sie Schneller spielen spielen. jetzt. Ja, was denn? Ich hab doch noch Zeit. Nimm weg. Oh, ja, das kann ich vielleicht gleich noch machen. Ein bisschen schneller. Oh, regt schon mal nicht auf. Das war jetzt nicht so schlimm. Zum E2 und dann den B-Bauern. Flotti Karotti. Mist, ich bin zu langsam. Die soll ich mal? Nein. Doch raus! Kacke. Zum C4. Primo. DC Primo. Ja, die Maus hier funktioniert nicht so gut. Habe ich jetzt verloren? Nein, du Nee, hast komm. gewonnen, aber ganz knapp. Ja. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Deine Bullet Skills, die sind verbesserungswürdig, aber schon im Ansatz vorhanden. Das ist nicht so verkehrt. Und jetzt hört Melanie auch auf mit Sächsisch, oder? Ja, hier werden schon Account-Löschungen angedroht. Das können wir Uiuiui. natürlich nicht in Kauf nehmen. Nein. Gut, dann suchen wir uns den nächsten Gegner, diesmal von unten abzählen, und zwar die Nummer 25. So. Aber witzig war, dass als es dann schneller geworden ist und Ich ich habe mich mich mehr verzählt. konzentrieren musste, da bin ich dann eher ins Hochdeutsche wieder gerutscht, weil das mich schon mehr Anstrengung kostet, Sächsisch zu reden. Na, dich kostet schon mal Anstrengung zu zählen. 25, da haben wir ihn, den Keck. Ein kecker Bursche. So, dann starte ich mit E4. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Wünsche von euch registriert, außer Königsgambit. Das ist jetzt mal vom Tisch. Für Weiß meinst du? Genau. Karo kann dann mal noch. Das ist auch vom Tisch. Und wir haben gar nichts zur Partie gesagt, außer dass die Sprachwahl nicht so positiv angenommen wurde. Ja, ich probiere den Ich mal. muss mich erstmal wieder dran erinnern. Ach ja, es war Französisch. Dann heterogene Rochaden. Ja, wahrscheinlich hätte ich das schon mal schneller den Sack zumachen sollen. Am Ende ist noch ganz schön spannend geworden aufgrund der Zeit und auch der Stellung. Ja. Ja, Elisabeth hat heute bei der Frauen-WM gewonnen, wer es verfolgt hat. Drückt man natürlich alle die Daumen. Ja, wer spielt noch mit? Von den deutschen Ladies? Ja, von Deutschen niemand. Nur Elisabeth? Ja. F5 oder nimmt man raus? Was ist das hier für eine Geschichte? Du kannst auch stehen lassen. Erstmal König H1 spielen. Ja. Okay. Und dann entscheidest du später, was mehr Sinn macht. Entweder F5 kombiniert mit G4, G5 oder du nimmst. Na, rausnehmen würde ich eigentlich nicht. Das hilft ja nur schwarz. Okay, Mora Gambit wurde sich gewünscht, also Smith Mora Gambit. Ich kenne Mora Gambit, deswegen werde ich das auftischen bei der nächsten Gelegenheit. Und ja. Jetzt greife ich mal zu A5, um B6 rauszunehmen. Und die Stellung gefällt mir eigentlich ganz gut. Wiener Partie. Wiener. Was war das nochmal für ein Spiel? Wiener Wiener, Partie, das ja, weiß ich was? jetzt auch nicht so genau. Ich glaube, irgendwas ist das nicht im. Also auf jeden Fall E4, E5 hätte ich gesagt. Aber was genau das denn ist.
Weiß ich auch nicht. Ja, ist ja auch nicht so einfach, sich für die WM zu qualifizieren. Da muss man ja bei der EM erstmal mitspielen. Ja. Daran scheitert es ja schon bei einigen. Ja. Und dann da auch noch gut abschneiden. Also von daher ist die Quali ganz schön schwierig zu erreichen. Okay. Und in der Regel ist Elisabeth meist die einzige Vertreterin. Ich weiß gar nicht, ob da schon mal jemand anders noch von uns mitgespielt hat. Ja, wir waren ja wie gesagt heute unterwegs, deswegen haben wir von der Frauen-WM auch noch nicht so viel Na gesehen. klar, habe ich da schon gesehen. Ich habe Ah. mich ja bei Chess24 durch die Partien geklickt. Naja, nicht, also einige laufen ja auch noch, oder beziehungsweise als ich vor einer halben Stunde oder so geguckt habe, war noch nicht alles fertig. Gab schon Überraschungen. Eine 2000 hat gegen Haricat Rona Valiremi gespielt. Die hat ja Oh, die Droh ist gut. 5. Ja. Generell ist es vom Auslosungssystem so, dass das, glaube ich, zusammengeklappt wird, also dass die Nummer 1 gegen die letzte spielt, sodass in der Gegen die Mitte, letzte. also so habe ich es zumindest interpretiert, weil einige sehr gute, vom verhältnismäßig schwächere Gegnerinnen hatten und so in der Mitte 2-3, 2-4 haben häufig dann so relativ gleich starke Gegner bekommen. Deswegen vermute ich mal, dass das so gehandhabt wird. Okay. Ja. Ja, ich konnte Du. jetzt hier mit ein paar taktischen Tricks eine positionelle Gewinnstellung erreichen. Jetzt muss ich die nur noch umsetzen. Die Bauernstruktur ist zerstört. Ich greife mal H6 an und Kannst du mache auch dann den nochmal Weg Turm frei für A5 den. machen? Wie soll er den denn decken, den H6? Das ist eben so eine sehr gute Frage. Ich Danach ist bin, matt vor allen Dingen. wie Dann ihr brauchst du gar sicherlich wisst, nicht. bin ich ein sehr positioneller Spieler. Und Statt matt zu setzen, versuchst du lieber die Türme zu verdoppeln. Ja, ja. das macht natürlich durchaus Sinn. Denn wenn alle Figuren mitspielen, dann kann das Matt ja nicht weit sein. Gut, jetzt könnte natürlich König G7 kommen, dann funktioniert das nicht mehr ganz so, aber. Wen haben wir hier ignoriert? Sokolowski? Ich suche mal. Ja, und ich denke mir meinen nächsten Zug in der Ach Zwischenzeit. so, hier, sorry. Aber ich finde Nö, nö. den eh nicht, weil das muss schon ein bisschen her sein, dass der mal was Okay, geschickt dann hat. gehen wir wieder runter und wir würden sagen, Sokolski. Ach so. Wenn ich falsch lese, dann kann ich ihn auch nicht finden. Das stimmt. Aber. Der könnte ja sonst jetzt einfach nochmal schreiben. Ja, hier wird gesagt, dass keck wie ein Keks auftritt. Nein, ganz so ist es auch nicht. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach. Gegen Spieler wie dich, Ja. wolltest du jetzt sagen. So, liebe Melanie, Turm H8 ist natürlich ein brillanter Ja, Verteidigungszug. das stimmt. Und jetzt suchen wir die Lösung. Vielleicht gibt es ja auch keine. Ja. Ja, und schreibe alles rausnehmen. Wo fängt man da an? Turm H6, Turm H8 und dann weiter gucken. Nee, das gefällt mir nicht. Na gut, dann nicht. Dann gehe ich doch lieber wieder auf den F6. Also meine Intuition, meine strategische Intuition hat mich nicht getäuscht. Turm H5 ist dann doch nicht so erfolgversprechend. Naja, aber war ein guter Versuch. Hat ihm etwas. Der Turm wurde jetzt schlecht gestellt auf H8. Das war der Plan hinter dem Ganzen, Aber natürlich. wie unauffällig du hier versuchst, mich zu beleidigen, indem du sagst, deine ursprüngliche Intuition hat dich nicht getäuscht, statt zu sagen, Melanies Zugvorschlag war Grütze. Ach, das würde ich doch nie sagen. Oh, jetzt ist er aber hier auf den Trick reingefallen. Dabei wollte ich nur positionell meinen Läufer gut stellen. Und jetzt hat er Dame G6 verpasst. Und wir haben ein Matt im nächsten Zug. Okay, er hat aufgegeben. Oh, wir haben sogar schon mal gegen Keck gespielt. Ja, zur Partie lässt sich sagen, Dass Turm dass. H5 doch grandios war. Sehr. Und hier ging es, glaube ich, noch. Aber Springer G6 ist deutlich zu passiv. Denn Achso. Nee, mach erstmal weiter. Ich nach mach Springer später. F5 hat er hier ein gewisses Problem. Ne? Springer schlägt E7, droht, er muss praktisch rausnehmen. Und nach dem Tausch Turm F5 ist jetzt natürlich die Drohung Läufer schlägt F6 ziemlich stark.
Und die müsste er verhindern, obwohl ich glaube, dass diese Stellung schon ziemlich gut ist für Weiß, aber hier könnte er eventuell noch irgendwie eine Verteidigung auspacken. Aber H6 ist an der Stelle nicht. Dann, danach ist es tatsächlich, bin ich ziemlich überzeugt, kompositionell und auch wahrscheinlich taktisch gewonnen. Ja. So, Okay. jetzt kann ich weiter lachen. Ja. Das war kein Chat-Teilnehmer, den wir hier ignoriert haben, sondern ein Ja, ich mir schon Eröffnungs. gedacht. Das Problem war, dass wir das nicht als Eröffnung identifiziert haben und dementsprechend auch nicht wissen, was man da spielen muss. Vielleicht kannst du da kurz noch ein paar Züge zuschreiben. Der Johnny Boy plays Chess. Rossolimo gegen Ach, Siciliano, habe B4 ich das steht ja gehört? dahinter. Da war es im ersten, Aber oder das ist wie? ja Orangutan. Wahrscheinlich kommt das drauf an, was man im zweiten und dritten macht. Keine Ahnung. Na gut, wir suchen auf jeden Fall mal den nächsten Gegner raus. Wieso verschwindet hier andauernd unser Fensterchen mit der Zufallszahl? Das ist ja nicht zum Aushalten. Die 5. Ja, weil du auf den Chat klickst und dann geht das Fenster in den Vordergrund. Der Schachzombie. Frag doch mal die Technik-Expertin. Ja, wer klickt denn da dauernd in Chats rein? Ich verstehe das nicht. So, Melanie, du darfst bitte mal zu Karo Kann greifen jetzt. Oh Herr Jemine. Das ist tatsächlich Rossolimo schwierig. gegen Italienisch, gegen Sizilianisch ist notiert. Was mache ich denn jetzt? Jetzt irgendwas? Was dein Gefühl dir sagt. Sprich mit Oh, dem Herz der Figuren oder so. ach ja, das war auch bei unserem Krimi-Dinner. Gab es eine verrückte Tante, die hat immer Aura gesehen. Ah ja. Deine war ganz schön schwarz. Meine, ja, ist immer. Du warst trotzdem nicht der Mörder. Würde ich ja nie machen. Ja, der Läufer auf C8 gefällt mir nicht ganz gut. Ja, den entwickle ich hier mit B6. Okay, aber mach das nach der Rochade, ja? Sonst kommt dann Okay. A4 Schach. Wenn er auch A6 genommen hat. Ja, ich hab's So habe ich schon mal eine verstanden. Turnierpartie gewonnen. Gut, ne? Aber ist lange her. Ja, also Orang-Utan, das ist Sokolski. Sokolowski. Irgendwas. Nein, so Kolzke. Ja. So, was machst du denn jetzt? Es ist nur eine Frage, wie weiß ja, da kommt jetzt irgendwie Springer D2 und die Struktur gefällt mir nicht so. Na gut, nimmt so indisch gegen erstens D4. Ja, das kriegen wir hin. Und was habe ich gerade gemacht? Habe ich irgendwas abgearbeitet bisher? Nee, ne? Nee, du warst nicht so fleißig wie Okay, ich dann mache hier. ich das noch. Ja, irgendwie fehlt mir hier in der Stellung etwas der Plan, muss ich gestehen. Weil eigentlich so ein Minoritätsangriff sollte man jetzt mal starten. Gefragt, ob das hier bei irgendwelchen Leuten hängt. Wie hängt? Hängt es bei uns? Du sicher, dass du das machen willst? Ja. Der E6 ist ja im Schwächeln. Aber ja, mach mal ruhig. Du musst ja mal irgendwo einen Plan etablieren zum Durchbrechen, ne? Besser ein schlechter als kein Plan, ne? So So, im Chat ungefähr. wurde gefragt, ob es hängt. Aber ich glaube, dass. Ich hoffe, das ist nur ein Einzelproblem. Und dass nicht ganz YouTube abstürzt, weil so viele Leute unser Live-Video gucken. Du bist dran. Ja. Lass krachen. Schlagen oder was? Oder was meinst du mit krachen? Nee, aber pff, kein. Wo Mache irgendeinen soll's Zug, Alter. krachen? Ja, ist jetzt natürlich die Frage. Soll ich? Traust du Komm ein dich? bisschen, ja klar. Ich muss vor allen Dingen hier wieder ein bisschen Zeit reinholen. Ich trödel am Anfang immer so, weil ich so viel quatsche und Dabei dann irgendwann höre sechselst du ich auf. gar nicht mehr. Ja. Das sollte dir sehr viel Zeit sparen. Ja, wie läuft's denn bei euch so? Ist alles gut? Hat jemand von euch einen Mannschaftskampf gespielt dieses Wochenende? Wie waren die Ergebnisse? Wir drücken euch einmal allen die Daumen. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir wissen, wer spielt. Wir hatten keinen. Ach ja, haben wir ja schon erzählt, was wir so Ja, wir getrieben haben haben. einem kriminellen Dinner beigewohnt.
E3 geht leider nicht, hä? Schlag. Und dann gucke ich, na gut, das Endspiel ist glaube ich nicht so Du hättest natürlich auch die Türme noch auf dem vorteilhaft, ne? Brett lassen können, aber. Ach nee, ich kann hier ja nicht Pre-Move machen. Ja, das Endspiel hätte ich an deiner Mal. Stelle nicht unbedingt gespielt, weil du hast ein Bauer weniger. Ja. Huiuiuiui. Man kann ja nicht immer alles haben. Na gut, das kannst du natürlich mit überlegener Technik wieder wettmachen. Gib mein Bestes. Ja, Leider. auf König E3 ist der erste Bauer ja schwuppdiwupp schon weg von ihm. Das ist natürlich sehr praktisch. So, König in die Mitte. Habe ich mal gehört, soll gut sein im Endspiel. Na dann. Weiter nach vorne. Ja, aber Volldampf, oder? Und dann hier nach F4 vielleicht sogar, ne? Ja, warum nicht? Ich sehe zumindest nicht, was der Springer auf G4 macht. Außer dass er Und gleich. jetzt kann ich, wenn er nichts macht. Muss natürlich gucken, warte mal, wie es dann weitergeht. Na, er Doch, macht und dann G3. nach hier. Oder? Ich darf nur nicht einstellen, weil jetzt hat er nicht mehr so viele Felder. Obwohl B1 reicht ja auch Und wer noch. war nun der Mörder? Der Gärtner nicht. Nee, der Aber Gärtner es war's gab nicht. einen Butler. Es gab einen Butler, ja. Oh, aber jetzt, wenn ich da schlage, kommt hier. Dann könntest du noch. Ja, es geht vielleicht noch, oder? Dann machst du König E4. Ist dann nichts passiert. Zumindest hast du dann irgendwie wieder Chancen kreiert. Das ist natürlich wundervoll. Ja, jetzt kommt hier vielleicht. Kannst auch B4 machen, ne? Ich meine, das Ganze ist jetzt nicht irgendwie dann besser für dich, aber du musst es nicht mehr verlieren. Na gut, aber der ist jetzt auch weg, ne? Nimmst du H2, dann seid ihr da ausgeglichen. Natürlich nur das Problem, dass seine Bauern ein bisschen leichter laufen können, ohne König davor, aber. Und sicher? König H4 und dann verlierst du die Bauern fast noch. Oh, na, soll ich annehmen? Nee, wieso? Also, wird ja gleich Was? Eremie, wenn du es nicht gewinnst. Probier's doch mal. Gut, ich bin gespannt. Du musst reden, wenn ich Ah spiele. ja, Das ich mache ich rede. auch Ich bin immer, sehr wenn du gespannt, was dran Melanie bist. jetzt machen wird. Welcher Bauer wird zuerst durchkommen? Nicht wie so ein Moderator, bitte. Okay. Dann schaue ich mal, was sonst abgeht. Ja, gestern Nick 4 hat remisiert gegen einen Gegner mit 400 Elo-Punkte mehr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Damit auch den Mannschaftskampf gerettet. Nicht schlecht. Oha. Ich kann das nicht so richtig rechnen hier. Vielleicht musst du Springer D5 gleich nochmal einschieben, Ja, hä? jetzt direkt Ja. oder erstmal? Ja, sonst ist Ich einer. hätte erst Schach und dann mit Schach, das habe ich versucht zu rechnen. Na, zumindest ist es jetzt nochmal interessant. Naja, doch nicht, ne? Jetzt komme ich nämlich nicht vorwärts hier. Ja, naja. B4, C5 ist das Birmingham Gambit. Das können wir mit Schwarz natürlich gerne spielen. Ah, der kommt wahrscheinlich nicht weit, aber versuch's doch mal. Auf meine Verantwortung. Ich übernehme keine Verantwortung für dein Gespiele. Das ist voll in deinem Verantwortungsbereich. Oho, er hat ein bisschen Angst gehabt. Sie fragen natürlich, wie bringst du die weiter voran, mit Springer E5 gleich kommt. Vielleicht erstmal ein Abwartezug Oder hier. ja, so dass er dann praktisch. Ja, okay, dann kommt König G3. Das war. Ja, so viel hat es jetzt nicht gebracht. Das war natürlich nicht so dumm. Ja, okay. Ich glaube, jetzt ist das Ergebnis relativ klar. Wenn er nicht zu schnell hier ist. Ja, wenn du zu den Bauern läufst, könnte das knapp werden. Ja, vielleicht solltest du dorthin gehen. König C6. König B7 und dann könntest du Remis anbieten. Ja, so, ich muss einmal ziehen. Na komm, also auf Zeit ziehen wird er dich jetzt ja wohl nicht, hä? Springer A5 wäre nicht so verkehrt gewesen. Ja, nimm weg. Huh, wir können nicht mehr auf Zeit verlieren. Hier ganz zittrig wirst.
Ja, du ziehst relativ langsam. Das macht mich nervös, Ich gebe ich komme mit zu. der Maus nicht klar. Ich habe ja sowas normalerweise nicht. Eine Maus. Das heißt, Ja. du kannst nicht sagen, du kommst mit der Maus nicht klar, du Ich komme kommst mit Mäusen mit nicht Mäusen nicht klar. klar, ja. Ja, war eine ziemlich ausgeglichene Partie. Da stand es auf einmal schlecht und dann hast du das Endspiel aber sehr gute Technik bewiesen. Hast es auch auf Gewinn gespielt. Nee, War doch gut. So, dann zählen wir von unten ab die Nummer. Na, vielleicht müssen wir das jetzt auch erhöhen. So viele Challenges hier. Am Sonntagabend möchte jeder nur Schach spielen. 21. Sechzehn, 18, 19, 20. Mr. Funbeat. Irgendwie war bei dem kein grüner Punkt. Heißt das, er ist nicht mehr online, spiele ich jetzt gegen jemanden, der offline ist? So, ich möchte nicht nochmal abzählen müssen. Funbeat, lass krachen. das ist ja auch witzig, eine Einladung zu schicken und Menschen sich schnell abzumelden. Ja, aus Angst. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir das Ganze ab. Jetzt nochmal 21. Ja, naja, wir machen jetzt. Es war ja der über Klinker. Also John oder José Anmar. Würde ich jetzt dann einfach mal so nehmen. Und mit Schwarz versuchen wir bisher Nimzow zu spielen. Und ansonsten weiß ich auch nicht Karo so Kann genau. haben wir ja schon abgearbeitet. Genau. Ja, dann Nimzow beginnt so. Dann E6. Oh. Ja, das ist jetzt Das natürlich. können wir ja immer noch machen. So, jetzt können wir es abhaken. Ja, hack das ab, auch wenn das noch alles irgendwie. Naja, okay, dann machen wir mal mit B6 weiter. Und schauen mal, was das Ganze wird. Ja, ist jetzt. Ist ja nicht. A3 ist ja auch interessant. B3, A3. Ja, also José Anmar oder Josomo Nee. wählt einen defensiven Aufbau, kann man das so sagen? Na, du ja auch. Ihr nehmt euch da beide nichts. Wir wurden gefragt, ob wir mal wieder was auf unserer Oh ja. Homepage posten. Ja, das ist eigentlich in unseren Jahresvorsätzen für 2017 enthalten, Ja. dieser Vorsatz. Irgendwie kommt man dann doch nicht so gut dazu. Ja. Aber Aber wir werden wir das auf sind jeden Fall motiviert. machen. Ja, aktuell ist unser Leben auch ein bisschen langweilig. Gibt es gar nicht so viel zu berichten, ne? Keine Turniere gespielt, Stressig. nicht nochmal geheiratet. Das hoffe ich doch. Ja, aber Ja. wenn euch irgendwelche Themen interessieren oder so, könnt ihr auch gerne. Heißt nicht, dass wir die dann auch unbedingt behandeln, aber Aber ihr könnt es ja mal vielleicht sind wir anfragen. dann ja mal inspiriert. Ja, ansonsten, wir haben eine sehr symmetrische Stellung. Man könnte vielleicht sogar fast sagen, ich habe ein Tempo mehr, weil A3 hier gespielt wurde. Aber es ist sehr, sehr symmetrisch ausgeglichen. Läufer F6. Wäre das was? Gefällt dir das? Hier Kann so. man mal Kann man mal machen. machen. Okay. Kein Geld für die Scheibung, ja, daran hängt Ja, es. ja so, sonst würden wir uns eine erneute Hochzeit hier gönnen. Okay, Springer E5. Wie behandeln wir denn sowas? Wir könnten jetzt alles rausnehmen. Einmal bitte nur. Ja. Dann haben wir ein schönes Zentrum vielleicht. Ja. Gut, er kann aber theoretisch auch rausnehmen. Naja, aber dann hat er den Doppel-E-Bauern und wir haben einen schönen C-Bauern. Er entscheidet sich aber für Springer F3. Und was machen wir Ja, macht er nun? mal so normale Züge. Irgendwie da mit D7, Turm D8. Entwicklung. Okay. Genau. Und in der Zwischenzeit reden wir über geschredderte Schachbücher. Das finde ich ja echt ein Unding. Naja, nee, nicht Schach. Also ich habe generell das Problem, dass ich Bücher nicht wegschmeißen kann. Nicht, weil ich denke, Ja. ich lese die nochmal, sondern weil ich das nicht übers Herz bringen kann. Bücher, was für mich irgendwie geistiges. Es ist halt ein Buch, ne?
geistige Ergüsse sind. kann ich nicht Bücher wegschmeißen. Sind für die geistige Ergüsse. Naja, nicht von mir, sondern von anderen, die das halt geschrieben haben. Deswegen gibt es da eine innerliche Sperre, obwohl manche ja echt nur Staubfänger sind, ne? Die liest du ja nicht mehrmals. Schachbücher vielleicht schon, im Optimalfall. Ja, es sei denn, du hast so ein super Gehirn, dass man sich das alles merken kann und das nur einmal vonnöten ist, aber ja, hast du recht. Ja, parallel wird weiter über unsere Ehe diskutiert. Wir sind tatsächlich bald im verflixten siebten Jahr, aber nicht Ehejahr. Aber eigentlich ist ja Beziehungsjahr viel entscheidender, oder? Weiß ich nicht. Weil alle ja ganz unterschiedlich heiraten. Manche nach 2 Jahren, manche nach 20 Jahren. Manche nach 10 Jahren noch nicht. Was ja natürlich. Das war ein geistiger Erguss, mein Schatz. Ja, das kann man eben, das möchte man nicht wegschmeißen, solche geistigen Ergüsse. So, dann stellen wir doch mal die Türme ins Zentrum und warten ab. Ich denke, die Stellung ist leicht besser. Wir können auch die Damen tauschen, weil danach bleibt die Stellung besser. Ups. Was machst du da? Ich mache so ein bisschen Pre-Move, haben leicht bessere Zeit. Ja, das stimmt. Man kann Bücher auch einem Verein spenden oder auch Flüchtlingsheim oder ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man die hingeben kann. Ja, so schreddern muss man sie nicht. Ist ja voll kompliziert, weil welcher Schredder fasst ein Buch? Keiner. Dann muss man die einzelnen Seiten schreddern. Das ist ja, ja was für eine Arbeit. So, ein aktiver Turm. Der ist nicht zu verachten. Richtig? Richtig. Ja. Irgendwie erinnert mich das an eine Partie, die wir letzte Woche hatten. Da hatten wir auch so einen schönen Turm da drin. Ja, ich stell die gerne da rein. Vielleicht. Das war ich aber. Ja, machen wir das beide gerne. Ach ja, so ein bisschen aufrecht hinsetzen. Und jetzt wird mal die Technik bewiesen, indem ich den vielleicht rausschlage. Oder auch nicht. Dann kommt Turm C5 und dann könnte ich auf F2 nehmen. Möchte ich das? Wäre zumindest ein nettes taktisches Geplänkel. Turm C7, fahren. Ja, komm, das machen wir mal. Das ist immer witzig, wenn man in der Partie eine Falle stellt oder sowas und der andere die dann annimmt, also eine vermeintliche Falle, und man dann erstmal richtig rechnet und feststellt, dass das Ganze ja total hornochsenmäßig war. Er hat jetzt auch festgestellt, dass er G3 spielen wollte und damit klappt das gar nicht, aber Turm C5, Läufer D4 wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Naja. Sehr schönes Profilbild von unserem Gegner. So fühle ich mich auch manchmal während meiner Partien. So da sitzend. Oh, der B3 hängt. Ja, den gönne ich mir. Jetzt haben wir schon 1-2 Bauern mehr. Und zwar gute. König in die Mitte vielleicht. Bisschen auf E6 aufpassen. Mhm. Und auf den B3 aufpassen. Wobei, der kann ja immer nach D3 auch zurück. Auf den C5 aufpassen. Ach nee, den kann er ja... Nee, kann er nicht schlagen. Gut, der Läufer hat jetzt auch erstmal nicht so viele Felder, ne? C4 können wir machen. Ja, sehr viel können wir machen. Also ich glaube, die Stellung ist äußerst angenehm. Zu angenehm, als dass José Anma, die noch weiterspielen möchte, gibt auf. Ja, du kannst hier schon mal BDG aufschreiben. Mal schauen, ob wir später noch wissen, was damit gemeint ist. Aber ich weiß auch gar nicht, wie geht das nochmal? Das ist nicht so ein seriöses Gambit. Als ob wir hier nur seriöse Sachen spielen. Ich muss mich aber gerade mal versuchen zu erinnern. Ich habe das mal ein bisschen analysiert, das Black Madima Gambit. Wie ging denn das nochmal? Anscheinend einmal, ja nicht besonders tief. Ja, vielleicht einmal noch die ersten Züge in den Chat schreiben, dann quellt meine Erinnerung wieder hoch. Ja, was soll ich zu der Partie sagen? Ich glaube, so an der Stelle... Hier ist es dann schon nicht mehr so gut. Also Läufer schlägt E4. Nicht, ja genau, nicht da rausschlagen. Dann müssen wir auch erstmal... Okay, C4 ist eine Idee. Ja, aber nach C4 kann man immer noch nehmen. Und dann ist schon mal ein bisschen... Naja, sei es drum. Wir machen Schatz, weiter mit der nächsten Bock, Partie. Das hier zusammenzufassen, oder was? Doch immer, aber... Wir wollen ja auch spielen.
3. Ach, 6, D4, D5, E4. 9. 12. Ich habe 12 abgezählt. Wie viel muss ich? 15. Education Man. So, du hast jetzt die Auswahl. Du kannst mehrere Wünsche erfüllen. Ja, du könntest mit D4 versuchen, ins Black Madima Gambit überzugehen. Ich will aber erstmal versuchen, die früheren Wünsche zu bedienen. Dann Orang-Utan, das ist mit dem ersten Zug bedient. Mora Gambit, dachte ich hier. Mora ist auch gut. Und Königsgambit ja auch. Ja, dann mach Königsgambit, dann pfeffer einen raus. Wie, ich weiß schon gar nicht, was der nächste Zug ist. D4 oder was? Nee, Springer F3 und oder... Und hier? Nee, das weiß ich auch nicht. Vielleicht Springer F3. D3. Was für ein passiver Zug. Okay, bei mir ist die Opferseele noch nicht so ausgeprägt. Ja. Läufer C4. Ja, ist jetzt einfach so mal meine spontanen Ideen. Naja, jetzt ist ja schon fast normal. Jetzt kannst du mich auch alleine spielen lassen. Du kannst ja nur wieder meckern, wenn ich am Ende wenig Zeit habe und mich noch mehr unter Druck setzen. Oder gar nicht erst zuhören. Ja. Wie bitte? So. Das macht dir Spaß, ne? Viel mehr als hier Partien zusammenzufassen. Und dir nicht zuzuhören? Ja. Okay, ich kann erstmal Königsgambit abhaken. Nein, ich höre dir immer zu, aber manchmal halt nur mit einem Ohr und manchmal mit beiden. Das wechselt sich halt ab. Ja. Vielleicht hätte ich doch mit dem Turm schlagen sollen. Aber ich kann als nächstes dann C3 irgendwann spielen. Ja, und du stehst gut. Also das ist nicht die Widerlegung vom Königsgambit. Das ist ja jetzt nicht mal ein Gambit. Nee, das ist ja fast schon ein Gewinn-Gambit. Wenn du C3, Dame B3 irgendwie machst, hängt B7, hängt... Oh, die Entwicklung hat er auch noch nicht abgeschlossen. Das ist äußerst gefährlich. Soll ich dann Dame B3 oder lieber hier versuchen auf der F-Linie... Dame B3 ist irgendwie schon ziemlich gut, weil es ist ziemlich schwer. Aber ja, Springer A5 kann ich Schach und dann Dame E6. Das ist matt, ja. So, und da kann ich ja eigentlich alles rausnehmen. Na, du könntest auch auf F7 und dann auf B7 nehmen vielleicht. Oder, achso. Wie wäre das? Ja, das was sagt Taktik Melli dazu? Sieht erstmal gut. Ja, das freut mich. Ja, mit Königsgambit zwei Bauern in der Öffnung gewinnen, das passiert auch nicht so häufig. Wollte aber... man einen geben, hat dafür zwei bekommen. Ja, aber wenn Melli hier am Zug ist, dann kann das alles auch passieren. So rumzuschleimen, so offensichtlich. Muss ich doch. Weil dann, wie musst du doch? Na, als ob mein Können nicht für sich spricht. Aha, okay. Kein Geschleim notwendig, das Können spricht für sich. Dann trinke ich einfach nur einen Schluck Kaffee und genieße das, was du da treibst. Und der dritte Bauer ist verlustig gegangen. Dann kann man nämlich mehr einstellen. Das ist immer sehr angenehm, wenn man noch so ein paar Joker quasi hat. So, ja, was gibt's sonst noch? Ah, ihr seht den Chat ja auch immer schön im Video jetzt. Damit man auch beim nachträglichen Stöbern weiß, was ihr alles Lustiges vom Stapel gelassen habt. Ja, da hat sich Nico gut ausgedacht, finde ich. Muss ich mal ein Lob aussprechen. Ja, eigentlich ist das ja nichts Neues im Sinne von, also es hatte irgendwie keiner beim Schach gemacht. Aber in so Streams von Gamern passiert das eigentlich regelmäßig. Ja, das ist ja auch irgendwie logisch. Gerade wenn man so lustige Leute hat, wie wir hier bei Chess24. Ja. So, der Imperial will jetzt wissen, wer der Mörder war. Das können wir immer noch seinen Account löschen, obwohl wir extra wegen ihm aufgehört haben, sächsisch zu reden. Ach, aber er ist nicht mal Premium. Das war jetzt mies. Du bist kleiner. Ich bin... von der dunklen Aura umgeben. Das wurde im Spiel gestern festgestellt und das ist auch gar nicht so realitätsfremd, aber ja. Ja, ja. Ja, jetzt sind schon 4 Bauern, richtig? Versuchst du alle 8 zu behalten? Das schaffe ich nicht, weil jetzt kommt Springer G4 und dann muss ich mich erstmal hier um das Feld F2 kümmern.
Kannst du Läufer F4 machen dann? Dann ist der E5 gedeckt. Auf E4 kann er auch nicht nehmen. Na gut, er kann aber... Ja. Also noch könntest du dein Ziel ja, alle den Bauern... Den E4 kann ich ja niemals jetzt weg. Nee. Es sei denn, du... Das ist jetzt wie im Tandem, wenn der andere sagt, er braucht einen Bauer, kann ich das nicht mehr verhindern, weil jetzt König A8 kommt. Ja. Hab ich meinen Bauer oder auf Turm B8 rein. Ist auch denkbar. Aber tatsächlich, also mein persönlicher Rekord... liegt in der Turnierpartie bei 7 Mehrbauern. Das war schon sehr angenehm zu spielen. Na gut, D4, dann ist schon mal... Ja, aber den E4 hast du recht, den wirst du nicht behalten können, ne? Nicht so schlimm. Naja. So, ansonsten... H3 könnte auch mal interessant sein, weil der Springer jetzt nicht so viele Felder hat, ne? Ja. Ja, was hatten wir sonst noch? Wir haben mal probiert, so ein bisschen alles zu loben, jeden Zug. Na, das kam aber nicht so gut an. Das war nicht so ehrlich. Das ist einfach nicht gelungen. Aber ich werde jetzt einfach mal diese Partie, alle Züge von Melanie loben. Nee, das mag ich auch nicht. Das fand ich doof, als du das letzte Mal gemacht hast. Das mag? Doch, ich habe hier ja 50% Mitspracherecht mindestens. Okay, das heißt, ich lobe nur die Hälfte. Jetzt könnte Dame E4 kommen. So. Ja, das war etwas spät realisiert. Ja, wer jetzt? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir ja ein paar Boni erarbeitet. Was mach ich denn jetzt? Du kannst auch überall rausschlagen. Ich glaube, das Endspiel kann man gewinnen. Ja, oder du mehr als immer gediegen. Ich will ja keine noch Bauern so lange, abtauschen. Ich habe ja hier, ich denke ja an dich und will so lange wie möglich alle Bauern behalten. Imperial schreibt es. Da was hört denn? Ihr es, ich bin kein geldwerter Kunde. Ich kann sehen, keiner weint mir eine Träne nach. Nein, doch, so ist das natürlich nicht. Natürlich. Ja, so ist das nicht. ich habe immer noch alle Bauern. Oh wow, und wenn er den Läufer zieht, kannst du auch noch D5 machen, dann behältst du sie alle. Ich kann auch auf C5 schlagen. Wow. Läufer G5 müsstest du vielleicht irgendwie reagieren. Ne? Läufer H4. Na gut, mein Turm hängt, dann muss ich auch reagieren. Weil da hätte man auch laufen können. Nee, dann hängt ja aber auch noch der Läufer. Das ist dann ein bisschen zu viel des Guten. Mist. Okay. Was sagen wir noch zum Cowboy Imperial? Du darfst auch gerne bleiben. Du bist ja auch immer hier. Willkommen. Herzlich willkommen und so. Ich darf es jetzt nur nicht übertreiben, nicht, dass ich doch denn mal noch matt werde. Ja, ich sehe das schon. Also Springer G3, dann Turm schlägt. Dann noch ein Schach irgendwo, aber... Tja. Ich muss mich beeilen. Ja, im Zweifel... Alles weg damit, ne? Ja, dann hat er ja auch irgendwann nicht mehr so viele Figuren. Ja, deinen Springer auf A3 kann man allerdings nicht loben. Das muss ja, auch. Das stimmt. So, könntest jetzt natürlich auch irgendwie passiv... Damit die... Ja, doch. Von einem richtigen Moment. Und dann noch den Springer ranholen. Ja, erstmal muss ich dann... Aber es wäre doch wirklich sehr schön, wenn du das schaffst, jetzt alle zu behalten, ne? Ich will die ja durchbringen hier. Auf Turm F8 könnte ich sogar E7 spielen, ne? Wahrscheinlich, aber es ist vielleicht ein bisschen auf was? Großes Risiko. Turm F8. Den kannst du auch raus. Ne? Oh, ach ja, stimmt. Das wäre natürlich einfacher. Aber ich habe in welcher Partie? Irgendwann habe ich mal so ganz cool eine Dame geopfert und dann hier mit den Bauern bin ich dann stattdessen durchgelaufen. Oh, jetzt provozierst du ihn natürlich, einen Bauern rauszunehmen. Oha! Alle Bauern behalten! Wow! Juhu! Also nicht schlecht, du hast es tatsächlich geschafft, hier in einer Partie 6 mehr Bauern zu ergattern, ohne nur einen einzigen abzutauschen. Glückwunsch! Stellt nicht den 7 mehr Bauer-Rekord ein, aber ist sehr nah dran. Nein, du stellst meinen Rekord nicht ein, also du schaffst es nicht. Das so, ja. Das hoffe ich doch, dass man das so sagt. Okay, dann generieren wir rein zufällig den nächsten. Ach, zwei, kannst du mal zählen? Na
Na gut. Wer kann denn bis 32 zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, nein, das funktioniert nicht, wenn jemand anderes zählt als rollt. Scrollt. 24. 24. So, jetzt hier. 27, 30, 32. Der Blackma. Oh, der wurde gerade schon von Phoenix herausgefordert. Wir waren schneller. So, oho, was kommt denn gleich wohl für ein Zug auf uns zu, wenn wir hier Springer F6 machen? Kommt da wohl Springer C3E4? Wir sind sehr gespannt. Ich glaube, den nehmen wir raus. So. Und nun? Ich habe das ein bisschen analysiert für unseriös erachtet, aber... Das nur, wenn man sich auch auskennt, ne? Tatsächlich nicht mehr. Na, woher soll ich jetzt noch wissen, was man da richtigerweise drauf macht? Ja, dann ist es schon wieder schwierig. Solche Eröffnungen richten sich ja auch nicht gegen diejenigen, die die Theorie perfekt können. Ja. Oho, also der blitzt ja aber auch einen runter. Das ist ja nicht zu fassen. Dürfen wir uns doch nicht veräppeln lassen. Das ist das Allerwichtigste. Da noch was drin? In deiner Tasse, meine ich. Ach so, ich sag, du hast Hunger. Ja, das hilft ja, das mache ich auch immer auf Arbeit so, wenn ich hungrig bin, aber es ist noch keine Essenszeit, dann trinke ich ganz viel Milch mit ein bisschen Kaffee. Okay. Hier ist jetzt zwar eher Kaffee mit ganz viel Zucker, aber naja. Also sag mal, Blackma, kannst du mal also so einen ganz kleinen Gang zurückschalten? Wir sind ja doch noch gerade am Anfang. So, da hilft ja nichts. Der F7 ist ein kleines, wundes Pünktchen, gebe ich zu. Aber nur ein Pünktchen. Na, Turm F1 dann? Ist schon schwierig, ne? Na, du kannst auch E6, F6 machen, aber dann... Ach nee, dann hängt der E6. Ist schon nicht so einfach hier, ne? Du kannst auch gleich F6 machen, aber dann ist der G6 so schwach. Vielleicht F6 gefolgt von Springer B6 und dann mit dem König dann nach C7 laufen. Oder so. Naja, oder E6, Dame E7, das gefällt mir zu. Oder F5. Ja, das ist auch alles so schwach und wund. Am meisten stört mich, dass er hier die ganze Zeit A-Tempo spielt. Sag mal, wir blitzen hier und... Er prügelt hier die Eröffnungsanalysen raus. Das geht ja mal gar nicht. So. Vielleicht ist er auch einfach nur nicht so langsam wie du. Du kannst ja dann irgendwann noch rochieren. Wenn du den F7... Ja. Lass mich das mal... Das ist eine doofe Stellung, finde ich. Lass mich das mal prüfen. Weil alles so gelähmt ist. Ja, noch. Gut, du kannst die Dame dann vielleicht noch um... Oh ja, da. Umsetzen. Ja, jetzt wird er bestimmt lang rochieren. Ja, dann könnte ich zu Läufer B4 greifen. Mit der Idee? Zu schlagen? Kurz oder? Zu rochieren. Ach so. Ach ja. So, Zeitnachteil. Ohne Ende. Oh, Springer B5 ist aber auch eine... Geht gar nicht, okay. Ist aber auch eine... Uiuiuiui. Schwache Idee. Ja. Ja, so. Jetzt wollen wir mal natürlich gucken, wie es hier weitergeht. Läufer C3 ist eine mittelmächtige Drohung, würde ich sagen, die nicht so gut zu verhindern ist. Danach Springer D5 und eigentlich geht das Ganze, oder? Geht doch. Ja, dafür, dass wir uns so schwer getan haben am Anfang, ist okay. Ja. Aber mal gucken, was für Tricks diese Stellung hier noch beinhaltet. Ja. Manchmal denkt man ja auch, man hat das Schlimmste überstanden und dann geht es erst richtig los. Ach, pff. Wir haben das Schlimmste überstanden. Hier geht gar nichts mehr los. Außer unser Mehrbauer irgendwann. Der wird wandern und dann wird Blackma sich das nächste Mal überlegen, ob er wirklich so viele Bauern opfern möchte in der Öffnung. Hoffe ich zumindest, dass das so passiert. So viele ist gleich ein. Ja, einer ist mehr als keiner, ne, würde ich mal sagen. So, dann weg damit, den Springer raus. Ja, das ist jetzt eine schöne Beispielstellung für Springerpaar gegen Läuferpaar. Wo aktuell, würde ich sagen, aber der Springer auf H5 ist echt eine Krücke, ne? Der verhindert jeglichen Angriff. Ja, das stimmt, aber sonst macht er auch nichts.
Oho, aha. So, oder Dame F4, ne? Dame F4 geht, ist aber nicht notwendig. Nee, dann zieht die Dame weg und dann musst du kann ich auch auf G5 nehmen, ne? Nee, die zieht ja nach G2. Na gut, dann kannst du. Das möchte ich jetzt gerne mal sehen. So wie beim Poker. Du kannst jetzt mal einen Pre-Move dir überlegen, mit welchem Springer du wieder schlägst. Zu schwierig. Kann ich nicht entscheiden. H, hätte ich gesagt, mit dem H oder kommt dann C4? Na, dann kann man immer. Auf D3, dann nimmt er auf. Ja, wir müssen mal mit dem Springer nehmen. So, jetzt hier Dame G3. Hinterhergeschoben. Und so viele Felder gibt es jetzt mal nicht mehr zum Ausweichen. Er kann natürlich noch nach E4 gehen. Jetzt oder kannst du überlegen, ob du Springer D3 machst. Ach nee, dann kommt Turm F3. Auch rochieren wollte ich? Ja. Ja, ja. Ich bin sehr zufrieden. Der zweite Mehrbauer wird gleich kommen. Springer F5, F4. Und der kommt auch. Jetzt deckt er hier auch noch alles. Oder geht er nicht trotzdem? Wenn er den schlägt. An der Dame E5 noch am Ende, aber dann geht immer noch Springer H5. Jetzt Läuferpaar ist weg, der Angriff ist weg. Oh, oh, oh. Das sieht doch anständig aus. Ja. Aber muss man auch erstmal gewinnen, weil so schnell kannst du deinen Mehrbauern da nicht verwerten, ne? Och, Geduld, das kann Gesundheit. Danke. Es ist ja auch de facto nun mal so, dass der Läufer auf D3 nicht allzu viele Angriffsziele hat, ne? Ja, ich muss jetzt hier mal kurz Portugiesisch notieren. Ne, ich muss das seriös zu Ende bringen hier. E4, E5. So. Ach komm, ich mache jetzt einfach, ich gönne mir den Rest der Bauern auch noch. Hast du dir vorhin bei mir abgeguckt, ja? Ja. Ja, habe ich. So, wie lange blitzen wir noch? Wir blitzen noch ein halbes Stündchen. Können heute leider auch nicht überziehen, weil wir noch Termine haben. Aber halbe Stündchen haben wir noch. Ja, dann trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee und dann versuche ich die Mehrbauern zu verwenden, verwerten. Ich kann das auch parallel hinkriegen. Ja. So. Versucht doch irgendwie mal die Damen zu tauschen. Ich finde, mit Damen ist immer schwieriger. Na gut. Oder ich stelle mich jetzt erstmal so ein bisschen passiv hin, um zu zeigen, Angriff, nein. Kein Angriff mehr machbar. Ach ja, je Wanderkönig Eröffnung. Es hat ja gut geklappt mit dem Passiv hinstellen. Ja, ich wollte die Dame so runterbringen, aber. Oh. So viele Felder hast du nicht mehr, aber genügend. Und jetzt droht hier auch so ein bisschen. Ja, jetzt bin ich der am Drücker, ist ja der Matt droht. So. Ich notiere eben noch die Wanderkönig-Eröffnung. Erstens F3, König F2, daran könnte ich Spaß haben. Ach Gott, ich. Mach also, A5, A4. Ja. Genau, Hauptsache schnell, das hast du ja bei mir gesehen, wie das geht. Ja, also gut gemacht. Das ist gut, wenn du blitzt, dann kannst du nicht mehr schalten, ob ich die Wahrheit spreche oder nicht. Dann stimmst du einfach nur zu. Das könnte ich eigentlich ausnutzen für Entscheidungen. Ja, das machst du sehr souverän. Danke. Jetzt nur kein Dauerschach zulassen, vielleicht mal. Genau, Damen tauschen und dann mit deiner zweiten Dame schneller sein. Ja klar, das hätte ich doch locker gemacht. Alles klar.
Ja, was lernen wir daraus? Man sollte sein Repertoire regelmäßig wiederholen. Dann wäre das Ganze noch flüssiger vonstatten gegangen. So war es aber trotzdem. Schöne, spannende Partie. Mir hat es zumindest gefallen. Ja, und das ist halt so die typische Gefahr, ne? Dass der Angriff abebbt. Also, wo einige gesagt haben, dass die Stellung noch gut für Weiß ist, so an der Stelle, welche Stelle rum, so nach Läufer schlägt C3. Da muss ich sagen, das sehe ich schon ein bisschen kritisch, weil es gibt ähnliche Strukturen im Skandinavier, wo man tatsächlich Läufer B für Läufer schlägt C3 spielt. Und dann so eine Taktik gegen die Läufer fährt. Und die haben dann wirklich Schwierigkeiten, sich zu aktivieren. Also mein Hauptplan wäre zum Beispiel gewesen, hier nach Läufer D2 kann man immer ganz gut spielen mit sowas wie B5. Um C4 zu verhindern. Genau. Und wie du siehst, die Springer sind gar nicht mal so schlecht. Und mehr Bauern, ne? Ja, kann man wohl so machen. Dann wollen wir doch mal. Was machst du denn auch immer? Okay, drei, nochmal drei, nochmal drei. 12. Na, oben ist irgendwie schwieriger. 15, 18, 21, 24, 25. 25, dann kann ich auch gleich mal die Zufallszahl ein bisschen runterschrauben. Auf jeden Fall, was müssen wir jetzt noch abzählen? 25 bis zu 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schelling fort. Ja, gegen Schelling fort haben wir schon ein paar Partien gespielt. Und Orang-Utan sollten wir nicht auspacken. Das ist ein bisschen. Dafür ist er ein zu Wanderkönig eröffnen? seriöser. Nein! Sondern, dann sag doch mal was. Du versuchst mal. Ja, weiß ich nicht Da ist genau. nichts Doch, Seriöses E4. dabei. Du kannst Rosso Limo spielen. Das Was ist ist das nochmal? mit Läufer B5 im Sizilianer. Tja. vom Tisch. Hör ich da ein bisschen Freude raus? Nee, wieso? Das spiele ich auch so. Das ist laut Computer. Ach, das hatten wir doch letztes Mal auch schon gegen ihn Karo kann. Ich meine, das habe ich auch gespielt und dann gab es irgendwann, habe ich einen Bauern geopfert. okay. Ja. Ich erinnere mich daran nicht mehr. Doch, ich habe den eigentlich eingestellt. So, ja. Nee, gegen Schelling. Ja. Okay. Ach ja, Das war aber alles so ein ja, theoretischer irgendwie der Kram, ne? A2 hing dann am Ende. Oder nicht Aber am war das Ende, gegen sondern ihn? Ich ich glaube nicht, glaube dass das gegen schon, ihn war, nicht? ne? Du weißt, was du tust? Naja, Ja, so das ist irgendwie halb. so theoretischer Kram, ne? So halb, so ganz weiß ich auch nicht so genau. So. Aber was denn? Was? Nee, ich guck nur gerade so. Blackmar sagt noch Danke für die Partie. Ja, wir haben uns ja auch Danke bedankt. bei dir. Vor allem Bei Danke dir. für den, ja, für eigentlich die Trainingslektion. Man sollte sein Repertoire wiederholen, ne? Weil, Das hätte ich dir auch vorher sagen naja, können. aber wie ihr seht, das ist eine ziemlich gefährliche Eröffnung und du kannst es mit Schwarz kaum verhindern, da reinzulaufen, denn auf Springer C3 ist D5 der einzig konsequente Zug. Also, es sei denn, man spielt sowieso sowas wie Tigers Modern. Aber ansonsten ist es der Zug, den man machen muss, ne? Was, Ach ja, stimmt, du sagst hast du? irgendeinen Gehbauern geopfert oder so letztes Mal, ne? Ja, das weiß ich nicht mehr. Egal, Hauptsache schnell spielen, habe ich mal hier gelernt. Okay. Siehst du auch so? Ja. Guck mal, jetzt haben wir hier eine schöne D-Linie. Oh, hat er gemerkt. Diesmal gebe ich den nicht hier. Den G2. Ich dachte, ich hätte den A2 Ist gegeben, mit aber Läufer kam das erst C3 irgendwie, dann später. kommt Springer Ja. D5. Läufer D4 geht doch noch weiter. Das ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Na, dann kann ich mit Tempo dann auch den Springer nach E4 vielleicht mal bringen. Ja, aber macht einen sehr ausgeglichenen Eindruck, ja. Ja, dafür habe ich ja Zeitvorsprung, um solche kleinen Mängel Das zu. auszugleichen noch. Ja, jetzt könnte ich hier Na, schlagen mit jetzt könntest du Springer. tatsächlich auf F6 nehmen, oder? Also. Um das Ganze noch ausgeglichener zu machen. Ah, nee, der B5 hängt ja dann.
Ja, ob du den nehmen solltest, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber Ach so, weil die Dame dann direkt auf B2 schielt. ja, so ein verqueren Auge. Kann ich jetzt auch nicht, es droht ja matt, dann sollte ich wahrscheinlich schon schlafen. Ja. Hast du sonst überlegt, ob man F4 spielen kann? Aber. Ja, aber Turm H3 oder sowas oder Turm D3 irgendwie. Ja, Also, mal ist gucken. ja. Ja, aber es ist wohl. Ach, keine Ahnung. Ja, der H-Bauer kann dann irgendwann mal schwach werden. Aber der Ja. B-Bauer Ja, die weit vorgezogenen Bauern, wenn man ins Endspiel geht, wenn sich jetzt wirklich alles abtauscht, ist natürlich schnell mal ein König auf G5, das muss man sagen. Aber. Naja, dauert schon So, was eine kommt denn jetzt Weile. auf Turm F3? Wir werden es herausfinden. Let's find out. So, dann mit G5, dann Turm G3, oder? So. Jetzt bist du doch am Drücker Naja, und das setzt ist ja matt. alles ziemlich gut verteidigt hier, ne? Naja, du könntest vielleicht den nächsten noch ranholen. Also das ist jetzt dann Wohin? vielleicht auch ein bisschen viel, aber Was meinst du? über D3 nach F3 oder reicht man da nichts? Na, oder jetzt halt nach D3 und dann die D-Linie in Beschlag nehmen, weiß ich nicht. Dann hat das im Manöver mit Turm F3 ja so richtig viel gebracht. Na, einmal antesten, ne? Ob er das dann alles so checkt. Damit D2 noch? So, jetzt muss ich wieder ein bisschen schneller spielen. Das hat besser geklappt als das Gutspielen. Das schneller Spiel ging Ja, besser als das Gutspiel. Okay. ich habe Plan. Ich muss nur schneller sein. Dann mache ich noch F4 und dann G5. Okay. Er macht A4. Ja, das ist mir egal. Ah, du nimmst alles B3, ich raus. nehme alles raus. Alles so gut. Hast du was mehr? Oder vielleicht Major A3. Ja, das Aber. ist auf jeden Fall gut. Aber was, wenn er A3 macht? Dann machen wir G5, ne? Ne, dann bist du matt. Das heißt, auf A3 ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht Turm B3. Da kann er Turm D8 machen, dann sind wir ziemlich. Vielleicht musst du Turm D4 machen. Das ist nicht so schön, ne? Nee, das habe ich unterschätzt oder anders gesagt nicht gesehen. Ja, dann mach doch Turm D4. Was willst du machen? Den kann ich erstmal noch spielen G5, lassen, Attacke. Na, ne? Ach ja. wer setzt heute matt? Irgendwie bin ich noch nicht so optimistisch. Ah, ich Gucken wir schon. mal. Dame nach F5. Ja, wie wollen wir auf H6 schlagen oder was? Ja, oder? Also. Na, irgendwie müssen wir ja weiter vorkommen. Ach so, das war die Idee davon. Jetzt ist problematisch. Tatsächlich. Puh, was machen wir? Können wir noch irgendwas machen? Nee, ne? Hätten auf B4 schlagen sollen vorher. Tja, A4 kannst du noch spielen, kannst einen Zug länger machen. Aber Bringt jetzt auch nicht so viel. tja, das wird wohl auch nichts mehr helfen, ne? C3 und so geht ja auch alles nichts. Kannst mal Nicht? H7 Schach noch machen. Das ist voll der Trick. Wenn er rausschlägt, haben wir ja noch. Da. Hat auch nicht geklappt. Hilft ja alles nichts. Dame A2 ist jetzt aber ganz schön tödlich. Ja. Tja. Entschuldigung. Aber können wir irgendwas abhaken, wenigstens?
Mehr? Nee, es kann mehr Karo kann. Ja. Der gute Schelling lässt sich Zeit. Das ist Quälerei hier. Masochistische Züge kommen da durch. Ach, das ging ja jetzt schnell. Ja. Tja, ja. Das war traurig bis dramatisch. Tja, ja. Naja. Ich reduziere mal die Zahl hier auf 20 und dann vergessen wir das Ganze schnell wieder. Gar keine Analyse keine. Oder so schnell verdrängen. Also willst du es noch analysieren? Naja, war ja eine gute Partie von Schwarz. Ja, hat auch gut gemacht. Reicht das nicht? Okay. 17, 18, 19 und 20. Der Mick. Ja, lang nicht mehr gespielt, Mick. Das ist jetzt die letzte normale Partie oder danach kommt deine Blindpartie wahrscheinlich. Okay. Dann versuche ich jetzt mit Schwarz, Moragambit, Wiener, Rossolim und Orangutan in einem zu spielen und beginne mit... Hä, mit Schwarz? Du bist gerade in der Weißspalte gewesen. Mhm. Ich weiß. Ach so. Ich weiß. Aber mit Schwarz haben wir keine Vorschläge mehr. Nee, das hilft auch nicht. Dann kann ich nur Springer F6 machen. Und irgendwie jetzt ein bisschen Königs... Ach, Königsindisch war da ja auch ein Vorschlag. Den haben wir vor. Ach, siehste. KI, ne? Du denkst immer an künstliche Intelligenz, aber nein. So, verrätst du mir auch, wie man das hier spielt? Na, mit C B6 und Läufer B7. Aha, gut. Und dann versuchen nach E... Na komm, hier. Dann eigentlich versuchen nach E4 zu gehen, das hat er jetzt ja aber verhindert. Turm E8, Dame E8. Okay. Okay, und jetzt E5 gewinnt eine Figur. Ja, sehr gut. Gegen Mikthal spielen wir auch voll häufig, aber der ist auch immer jedes Mal dabei. Da ist natürlich dann die Chance. Ja, Mick ist häufig dabei. Wer viel dabei ist, hat viele Chancen. Wir wurden gefragt, ob wir ein Autogramm auf unserer Tasse haben. Nö. Ja, von Chess24. Nee, auch keins von Gusti oder Svitla. Oh, das werde ich mir noch besorgen. Auf all meinen Tassen und Unterhosen und T-Shirts. Doch, Svitla, da bin ich auch ein Fan von, ne? Ja, aber den habe ich tatsächlich in Hamburg auch noch nicht getroffen. Wir sind selten in Hamburg im Studio. Aber der macht ja auch manchmal von Madrid aus und so. Ist ja so ein Weltenbummler. Tja, der Peter. Profispieler, ne? Tja, ja. Dann habe ich geträumt, dass ich gegen ihn spiele. Und bei welchem Turnier spielst du gegen ihn? So detailliert. Davon hast du nicht geträumt. Nee, das war nicht im Fokus. Okay. Wie hast du gespielt? Das war auch nicht im Fokus. Na, ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen, aber wahrscheinlich am Ende trotzdem auf die Mütze bekommen. Wie geht's denn hier weiter? Also Figur mehr, aber es ist nicht so einfach. Das ist irgendwie... Ja, jetzt heulen nicht rum hier. Was mit sowas wie Springer C5 oder so? Dann Dame C8. Kannst doch auch... Kannst du auch nach E7 oder was spricht dagegen? Der C7 hängt. Oh, ja, ja, ja. Aber der hängt ja nicht, wenn die Dame auf E7 steht. Und der Springer vorher nach C5 gegangen ist. Lass mich einmal zählen. Zack, zack, zack. Ja, ich glaube, das sind schon echte Autogramme. Gab ja auch Bilder davon, wie sie die unterschrieben haben. Ja. Das haben sie ja während irgendeiner Kommentierung gemacht, während der WM, ne? Da waren die ja in Hamburg, hatten genügend Zeit. Das wird ja aber wahrscheinlich nicht eingebrannt, also müsste das ja ziemlich schnell verschwinden, ne? Nur je nachdem, wie oft man die wäscht. Oder ob man sie nur von innen wäscht. So, der hängt auch, da muss ich mal so machen. Ja. Bankcloud. Nee, Bongcloud. Eine Bongcloud. Keine Ahnung, was das ist. Die Blindpartie. Ja, tut mir leid, ich kenne keine Bongcloud. Du auch nicht, hä? Was? Okay. Ja, gleich mit dem Abtausch ist natürlich dann schwierig. Für dich?
Nee, für ihn. Jetzt kannst du noch auf B2 schlagen. Gier, ja. Manchmal ist im Schach auch Gier gut. Greed ist gut, ne? Wenn man das Material rausnimmt. So, ja, danke Mick für die Partie. Ich glaube, er ist doch gerade erst dazugekommen und sofort wurde er ausgewählt. Manche haben Glück. So, Zufallszahl. So, das wird jetzt eine Blindpartie, ne? Ach, herrje, okay, machen wir. Dann gegen die... Oder schaffen wir... gegen die Nummer 70, na, das lassen wir mal. Dann machen wir mal hier raus. Die 30. Dann schaffen wir leider heute keine Partie mehr. Nee, ist es jetzt schon die Blindpartie oder ist es eine... Ja, ich würde schon sagen, okay. Ja. Jetzt muss ich nochmal zählen. 3, nochmal 3, nochmal 3, sind 9, sind 12, sind 13. Tim. So, Tim, wir brauchen natürlich jetzt noch einen Moment Vorbereitungszeit. Und wir haben mitgedacht. Tadalata. Und Melanies Mütze mitgebracht. Und die werde ich mir jetzt verkehrt herum aufsetzen für unsere Blindpartie. Und dann sagt Melanie mal an, was abgeht. Okay. Warte. So, dann kann man hier hinten noch binden. Ja, warte. Ah. Ich sag dir jetzt nicht, dass ich damit jeden Tag Fahrrad fahre und auch schon joggen gewesen bin. Das sieht auch bestimmt ziemlich gut aus, oder? Also ich verspreche, ich sehe nichts. Ich fühle mich eher so ein bisschen wie Zorro, wenn hier noch Augenschlitze drin wären. So ein bisschen wie so ein Superheld verkleidet. Nur, dass ich halt nicht sehen kann. Das sieht aber nicht aus. Ich bin Blind Man. Okay, auf in den Kampf. Okay, du bist weiß. Okay, was ist an weißer Öffnung? Ich versuche mal E4. Dann könnte ich... Morra oder so mal, irgendwie sowas in der Art. So, und ich darf jetzt wieder nicht sprechen. Das ist immer die größte Herausforderung. E5 kam. Ja, also nur so ein bisschen wäre gut, ne? Okay, Springer F3. Springer C6. Läufer C4. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich dämlich aussieht. Ja, da hast du recht. Okay, jetzt will er es natürlich wissen, ne? Gegen einen blinden Mann so eine scharfe Öffnung. Aber das können wir haben. Springer G5. Pre-Move, E schlägt D5. Kam auch. Okay. Also D5. Jetzt kam Springer A5. Ja. Dann mach mal Läufer B5 Schach. Du würdest sonst nie Schach mit ansagen. C6. Ja, rausnehmen. BC. Mach mal Dame F3. Interessant. Läufer B7. B oder D? B, Bertha. Okay. Ja, Läufer D3. C5. Läufer B5 Schach. Wie ist die Zeit? Du hast noch 3,20, er okay. Hat noch 3,55.
Also nicht gezogen? Nee. Muss ja König E7 machen. Jetzt kam König E7. Dann machen wir jetzt. Mach mal Dame C3. Na, wie schlägt sich Blind Man? Ich dir gut, ne? Ja, ganz schön arrogant, der Blinden. Ja, ich muss mir Selbstbewusstsein einflößen, weil die Stellung ist sehr, sehr taktisch und ich kann leicht was übersehen, wenn ich nichts sehe. Und deswegen laberst du lieber, Ja, positives damit Denken. C7 kam. Damit C7 kam. Okay. Dame C7. Ja. Ja, komm, wir machen das jetzt richtig oder gar nicht. Also machen wir es richtig, bevor es gar nichts wird. Na, obwohl. Ja, mach Rochade. Das war jetzt das Richtige, Ja, ja. nee, war es nicht, aber. Ich habe an B4 überlegt. Aber das wird ziemlich kompliziert nach H6. Du hast übrigens noch 2 Minuten 6. Okay, dann muss ich mich beeilen. König D8. Mach mal Dame E5. Dame schlägt E5. Springer schlägt F7, Springer schlägt E5. Was hat er denn gemacht? Wo geht er mit Noch dem König nix, hin? ich Okay. sag's dir schon. König C7 kam, Springer schlägt E5. Läufer D6. Springer 7. Turm F8, Springer H. D6. Also der H-Turm war das, ne? Ja. König schlägt D6. D3. Läufer C6. Springer C3. Springer schlägt B5 Premove. Es kam, Läufer schlägt B5, Springer schlägt B5, König C6. Springer C3. Turm F nach E8. Läufer E3. C4. D4. Zeit. 1:10. Ja. 51. Okay.
Springer D5. Springer schlägt D5. König schlägt D5. B3. A, B3, Pre-Move. Kam auch. Springer C6. C Fischer. König D6. Turm A6. König C7. D5. Springer B4. Turm schlägt A7 Schach. Turm schlägt A7. Läufer A7. Springer D3. Läufer E3. König B7. H3. G6. Turm D1. Springer F4. Läufer F4. Turm F8. Läufer E3. König C7. C5. König D7. C6. König D6. B4. Turm C8. Läufer C5. Schach. König C7. Ja, Turm E1. Jetzt musst du schnell spielen. Ja. König B8. Turm E7. Auch Zeit verloren. Wir? Ja. Ist doch nicht zu fassen. Ja. Mann. Also Tim. Aber es war ganz knapp. Er hatte auch nur noch ein paar Sekunden. Wahrscheinlich noch zwei. Ja. Na, ist ja logisch. Wir brauchen ja die doppelte Zeit. Ne, die dreifache, weil wir müssen zweimal reden und einmal ziehen. Ja, Tim, das nächste Mal kannst du auch aufgeben, wenn du auf Verlust stehst. Hey, ah. Jetzt hör mal auf, hier so rumzupöbeln. Tut mir leid, ich bin ein schlechter Verlierer, bin ich schon immer gewesen. Wir haben echt immer mindestens 3 Sekunden pro Zug gebraucht, ne? Und er hatte noch 1,6. Ja. Tja. So ist es. Nee, das kann ich so noch nicht. Ah. Ja. Ja. Müssen wir, glaube ich, so hinnehmen. Ja. Tschüss. Ja, wenn ich was gesagt hätte, dann wäre noch mehr Zeit verloren gegangen, ihr Lieben. Ja, was für ein Finish auf Zeit verlieren hier in so einer Stellung. Traurig. Hast du aber gut gemacht. Danke. Nächstes Mal müssen wir unsere Kommunikationswege perfektionieren. Ich beglückwünsche Tim nicht. Er hat nicht so schlecht gespielt, aber naja. Na, er war schneller als wir beide zusammen. Und Zeit ist ein Faktor. Er war schneller als wir beide zusammen. Also ja, er war schneller, als wenn zwei Leute sich koordinieren müssen. Ja, doch, aber die Partie war eigentlich... Ey, ihr könnt mal aufhören, mich zu dissen. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ja, mit Absicht. Aber extra. Ich habe noch eine halbe Minute und am Ende so... Ich gucke mir das nachher nochmal an. Ja, nee. Nochmal Zeitverzögerung immer eingebaut, bevor ich seine Züge gesagt habe. So, schönen Abend euch. Genau, war trotzdem nett mit euch. Mit der Blindpartie machen wir trotzdem weiter, auch wenn das jetzt auf Zeit... Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, genau. Alles klar, dann morgen wieder Lobes Lernstunde. Seid gerne dabei. Und ansonsten genießt den Abend. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.